Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitungspanorama aus Mürren. Und das haben wir heute für Sie alles bereit. Im Grindelwald eröffnet bald ein urban verspieltes Hotel. Ein Unterseeimker erzählt, wieso es in der Region eine Schwarmsammelstelle braucht. Und in Erlenbach tut das Töpfereiatelier Herz und Hand am Wochenende seine Tore öffnen. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Mittelländisches Schwingfest findet doch statt. Das ursprünglich am 9. Mai in Rickisberg geplante Schwingfest für Aktive soll jetzt am 18. Juli im kleinen Rahmen in Zollikofen stattfinden. Die Nachricht von den Verantwortlichen kommt überraschend, weil sie das Fest im April eigentlich abgesagt haben. Rentenalter 65 für Frauen. Nach dem Ständerat hat jetzt auch der Nationalrat beschlossen, das Rentenalter für Frauen um ein Jahr zu erhöhen. Das gegen den Widerstand der Linken. Ein Antrag von der SP und der Grünen, das Rentenalter 64 für Frauen zu behalten, hat der Rat mit 124 zu 69 Stimmen abgelehnt. Kann die Sesselbahn Ramslauna im Sommer wieder fahren? Der neue Betreiber, die Sportbahn Kriental Ramslauna AG, hat alle nötigen Unterhaltsarbeiten abgeschlossen. Morgen soll noch eine Rettungsübung folgen. Dann wird das Dossier beim Bundesamt für Verkehr eingereicht. Patrick Scherer und Lucius Rucher von der Swiss Design Collection AG werden bald das Hotel Bergwelt Grindelwald eröffnen. Obwohl die Art vom Hotel überraschenderweise urban verspielt ist, passt es trotzdem perfekt zur örtlichen Tourismusgeschichte. Wieso? Das haben die beiden Mitinhaber Patrick Schmid erzählt. Die Engländer waren die ersten Touristen hier. Sie haben ganz viel zurückgelassen, ganz viel Geschichten wie Skifahren, erste Downhill-Club, sind die ersten Bergbesteigungen gemacht, das ganze Bergführerdiplom. Da ist sehr viel in Grindelwald heute noch da, was damals entstanden ist, geht über 100 Jahre zurück. Und wir haben uns an den Pioniertaten orientiert und haben natürlich den britischen Lifestyle, wo damals hier schon auch Einzug genommen haben, mit aufgenommen und als Thema, als Narrativ für unser Hotelprojekt aufgenommen. Die 600 Höhenmeter Differenz, die sollten wir eigentlich gut schaffen, weil erstens kennen wir natürlich die Destination bestens, sonst wären wir nicht hierher gekommen. Wir gehen auf einen Ort ein, wir kuratieren Grindelwald mit seiner Geschichte kuratieren und wir versuchen auch, vor allem in der Gastronomie, nachher eben nicht primär den Hotelgast anzusprechen, sondern den Grindelwaldner und den, der hier oben eine Ferienwohnung oder ein Chalet hat, das sind dann unsere Gäste in der Gastronomie. Und darum denken wir, haben wir den Brückenschlag von Bern zu Grindelwald mit dem internationalen Publikum im Hinterkopf eigentlich als sehr freundlich und sehr mit offenen Türen geplant. Und wir sind hier oben, das, was wir gespürt haben, immer sehr herzlich und willkommen aufgenommen worden. Also, wir lachen natürlich beide gerne. Also, wir haben gerne Spass bei dem, was wir machen. Und, sonst musst du aufhören, oder? Sonst müssen wir aufhören, genau. Und das ist in vieler Hinsicht. Unsere Gäste wollen immer wieder zwischendurch eben spüren, dass da ein bisschen Humor im Spiel war, dass man etwas denkt. Wir werden es ja auch nicht verraten, weil unser Narrativ ist ja Ruf des Unbekannten, das Entdecken. Und da gilt es, das so ein bisschen selber herauszufinden. Gin ist da zum Anstoßen. Gesundheit. Zum Wohl. Wir haben den Gin als Getränk in Bristol bereits schon thematisiert. Dort, Bristol geht Hand in Hand mit dem, was wir hier machen. Und es soll natürlich auch das ein wesentlicher und international bekannter Bestandteil von dem Narrativ und von dem britischen Lifestyle soll das hier auch verkörpern. Von Bristol nach Bern, Grindelwald zusammen. Das ist unsere Stärke hier. Dieses Wochenende öffnet das Töpfereiatelier Herz und Hand in Erlenbach seine Türen. Während drei Tagen präsentiert Inhaberin Dönis Baumann ihre Kreationen und ihr Kursangebot. Ich habe mir beides mal angeschaut. Nein, die ist da. Aber die, wo du gesagt hast, man muss reinlegen. So wie mitgeschleppt werden, hey, musst du machen, Töpfer. So, ich merke immer wieder, wie sich die Leute völlig etwas anderes unter dem Töpfer vorstellen. Also, die stellen sich viel schwieriger vor, eben so eine Dreischeibe und das Traditionelle. Und wenn sie mal hier sind und die Technik sehen, eben jetzt gerade so die Gipsformen, wo die Kugeln in dieser Gipsform innen entstehen, es ist so wunderschön zu sehen, was hier innen passiert mit diesen Leuten.
wo sie wirklich einfach manchmal halt ein bisschen mit einem Vertrauen von «Ich bin eh nicht kreativ» oder «Jesus Gott, ich kann doch das nicht». Und dann zeige ich das vor, ich bin immer da, ich helfe ihnen. Und wenn ich die Halbkugeln aus der Gipsform herauslöse, einfach so das «Wow, das habe ich gemacht!» Und die kommen manchmal so und gehen so wieder heim. Also es ist, und das ist, glaube ich, das, was mich wahnsinnig glücklich macht, innerlich einfach zu sehen, wie viele Leute sie hier sind. Ich kann etwas weitergeben, ich kann Freude bereiten, was ihnen auch wieder so einen richtigen Selbstvertrauensschub gibt. Mai und Juni ist für die Schweizer Honigbienen Schwemmzeit. Das heisst, dass ein Teil vom Volk den Schwamm verlässt und anderswo einen neuen Stock baut. Ohne die Hilfe von Menschen würden aber die meisten von denen im Winter verhungern. Glücklicherweise gibt es in Untersee eine Schwammsammelstelle. Zusammen mit dem Imker Hans-Oli Emmer habe ich die besucht. Die Schwärme, wenn es auf einmal zu viele Beine hat in einem Kasten, dann ist das dann zu eng. Und dann gehen die nachher, machen die eine Königin, schauen, dass es eine Königin gibt. Und die gehen nachher dann raus mit der Königin. Und das gibt dann nachher wieder einen neuen Beinstock. Das ist im Prinzip der natürliche Verlauf des Beins, dass das Bein sich dann vermehren. Und so gehen eben manchmal ein viele Beinschwärme verloren, wenn sie hier in den Wald gehen, irgendwo in einen Hohlraum hineingehen. Und dann sieht man sie nicht und dann kann man auch nicht helfen. Die Schwarmsammelstelle ist so aufgebaut, dass die Beinvölker, wenn sie am Ort in den Privatgarten hineinkommen, Beine, ein Schwarm, dass die nachher der Feuerwehr oder der Polizei anrufen können. Und die uns dann kontaktieren und uns sagen, dass dort ein Schwarm im Garten ist. Und dann kommt der Imker vorbei, kommt der Schwarm reichen. Und wir waren jetzt vorhin in der Sammelstelle, aber es ist ja nicht ein idealer Tag, um Bienen zu besuchen. Wieso ist heute kein idealer Tag? Heute ist kein idealer Tag, weil es regnet, Niederschläge gibt oder der Himmel verdeckt ist. Und so fliegen die Bienen auch nicht recht. Sie sind alle zusammen daheim. Wenn man dann nachher die Wohnung auftut, dann bekommen die eine Kühle. Und dann können die sofort schauen, wer tut man jetzt da auf und wehren sich natürlich automatisch. Und so ist es nicht ein idealer Tag, für das zu machen, für das Volk aufzutun, für anzuschauen. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet Sie online, im E-Paper oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Mädchen und Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Grüezi und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Dieser Mittwoch hat sich zum Teil mit ein paar Auflockerungen gezeigt. Auf den Nachmittag sind dann aber teils wieder gewitterige Regengüsse möglich gewesen. Die Schweiz die befindet sich an der Nordostflanke eines Höhenrücken. Während dann in den unteren Schichten die Luft angefeuchtet ist, trocknet sie in der Höhe immer mehr ab. Somit startet der Donnerstagmorgen mit ziemlich viel Sonne. Es kann teils einfach auch noch ein paar hochnebelartige Wolken umeinander haben. Das bei 10 Grad in Grindelwald und 9 Grad in Gstaad. Und auf den Nachmittag gibt es dann vor allem Richtung Bergen ein paar Quellwolken mit daraus möglichen lokalen Platzregen oder teils auch Gewitter. Sonst bleibt es aber bis zum Abend ziemlich sonnig. Das bei 24 Grad in Thun. Ja, und wie es die Karte schon verratet, geht es in den Tagen darauf sonnig und warm weiter. Am Freitag haben wir nur harmlose Quellwolken und auch aufs Wochenende und in den Tagen darauf geht es mit viel Sonne, ein paar Schleier und Quellwolken sowie steigenden Temperaturen von 26 bis zu 27 Grad weiter. Ich wünsche also ganz viel Freude ab dem Wetter, noch einen guten Rest dieser Woche und hoffentlich bis bald wieder. Thank you.